Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bergmann. So, das war der letzte Mehlsack. Wir haben wieder 1000 Liter drin. Das war die falsche Taste. Aber da wollte ich eh hin. Das heißt Brotproduktion einmal wieder aktivieren. Ja, nimm den roten Punkt da weg. Egal, was sagen die Trauben, die sind noch glücklich. Silageherstellung läuft. Ja, das ist uns bekannt, da kannst du auch den roten Punkt wegnehmen, weil es ist ja nicht aktiviert. Die Heutrocknung läuft auch, hervorragend. So, gucken wir mal eben nach unserem Fisch. 77 sind schon geräuchert. Packschen sind noch 23 Liter drin, das sollte passen. So, und dann haben wir in der letzten Folge frische Ware zum Metzger geliefert und gesehen, dass dort die Paletten sind es ja tatsächlich. Also der Spawnpunkt der Fleischkisten, dass der so gut wie voll ist. Da natürlich auch einmal eben Abhilfe schaffen. Wir hatten es, glaube ich, zuletzt probiert, mit ihm hier vorwärts reinzufahren. Das hat aber den Autoload-Spawnpunkt nicht wirklich interessiert. Ich würde es diesmal gerne rückwärts versuchen. Auch nicht klappt gut, denn schubsen wir halt ein paar Kisten, kriegen wir auch hin. Aber das wäre natürlich einfacher und somit auch schneller. Genau. Ja, ich weiß nicht, was der LKW hier für eine Kollisionsdistanz hat. Aber da müssen wir mal einmal ganz kurz ausschalten. So, weiter komme ich da nicht rein. Da. Ja gut, das ist jetzt Rätselraten, 50-50 Chance. Fleischbox aus. Nö. Klappt so auch nicht. Kannst du da hochspringen? Okay.
Report hier. Los. Nicht mein Mordskabel, das ich gerade gefangen. Servus. Warum? Und es sei aber nicht, warum man die gerade nicht aufgenommen hat. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Bin froh, wenn ich hier aus dem Lärm hier jetzt wieder rauskomme. So, du möchtest die aber doch auch noch mitnehmen, oder? Musst du ja nicht mit Autolog machen. So, Spanngurte drauf, was haben wir? 5250 Kilo Schweinefleisch und 2250 Kilo Geflügelfleisch. Autolog ist aus. Dann bringen wir das ins Lager. Ja, sonst noch mal kurz auf die schlaue Liste geluschert. Im Mai wird mir hier Wolle angezeigt. Mal nachgucken, ob das aktuell ist. Haben wir zwar nicht viel, aber wird die nicht schon verkauft? Erste neue Aufnahmesession, ich weiß es. Hast du ein Schaltproblem hier oder gib Gas? Die haben wir doch gleich zu Beginn. Mai verkauft noch in der letzten Aufnahmesession. Na, wir sehen es ja gleich. Sitzt da aber auch tief drin, oder? Kommt mir das komisch vor. Ich mach das für den Screenshot mal so.
Sehr schön. So, dann wollte ich einmal wegen der Wolle gucken. Aber wenn hier jetzt nicht mehr als 500 oder 1000 Liter drin sind. Was gar keine, ne? Dann haben wir sie schon verkauft. Dann hat es ja einigermaßen richtig in Erinnerung. Zumindest im zweiten Anlauf. Ja, mein Wunderwerk der Bautechnik hier. So, passt, Sitz wackelt und hat Luft. Aussteigen können wir hier nicht. Hier. So, dann würde ich gerne einmal noch mal einen Überblick verschaffen wollen. Wie sieht es jetzt mit der Milch aus? 6000 Liter. Ich würde sagen, wenn die 7500 voll sind für unseren Anhänger, dann werden wir da aktiv. So, die Kälber in der Fleisch, in der Rinderzucht, die sind jetzt bei 16%. Das lässt also noch auf sich warten. Hier, Stroh scheint der Ballen entweder mal bewegt werden zu müssen oder er ist aufgebraucht. Mit Futter läuft noch alles. So, Schweinezähne zum Metzger, da ist auch alles tippitoppi. Ja, da könnte, aber das wird ja dann in-game morgen früh sowieso passieren. Hier bei den Hühnern ist auch fast wieder eine Eierkiste voll. So, Produktion, Heutrocknung hat noch 23.500 zu verarbeiten. Wie viele Gerste haben wir jetzt noch im Lager? Ja, würde ich sagen, dann bringen wir jetzt noch einen Strautmann zur Kornmühle, zur Mehlproduktion. Du stehst sogar noch hier. Da passt doch. Jetzt kannst du mir den Nachbarn hier kurz schnappen. So, mal gucken, ob ich mir es diesmal gemerkt habe. Es müsste die zweite Abladestation sein zur Produktion. Die erste ist der Verkauf.
So, da das aber unsere letzte Geste ist. Anlieferung, Produktion. Sehr schön. Denn lass Riese. Speicher ist ganz schön häufig, mein Freund. So, erste Mail aktivieren, danke. Achso, so. Eben den Verkehr wieder einschalten, ne? Von da kommt fast nie ein Auto rum. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, vor der nächsten Folge kümmere ich mich hier um die Käserei, dass da weiter Produktion aktiv ist. Ja, und dann wollten wir uns, wenn das Spiel uns gnädig ist, in der nächsten Folge zum Gerste-Ernte wiedersehen. Ja, ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann hoffentlich zum Gerste-Ernte wieder dabei seid. Bis dahin.